Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute mal etwas Ernstes gegen die Quote. Ich berichte von meinem zweitägigen Besuch an der Leibniz Privatschule vorletzte Woche. Leibniz Privatschule, was ist das? Wo ist das? Ja, es ist die größte Privatschule im Bundesland Schleswig-Holstein. 2000 Schüler verteilt auf zwei Standorte, 1200 Schüler in Elmshorn, 800 in Kaltenkirchen. Elmshorn, Kaltenkirchen, zwei mittelgroße Städte, 50.000 Einwohner Elmshorn, 25.000 Kaltenkirchen, nahe beieinander, beide in der nördlichen Peripherie von Hamburg. Ja, was habe ich dort gemacht? Ich habe mich mit der Schulleitung mehrere Stunden unterhalten, auch zum schönen Abendessen natürlich. Die Schule wird geführt von der Familie Busten. Busten Senior und Seniora sind momentan die Schulleiter. Ihre erwachsenen Kinder rücken demnächst nach. Herr Busten leitet die Schule in Kaltenkirchen, ein ehemaliger Sportjournalist mit sehr viel Gestaltungswillen. Sind wir schon bei Sport? Sport ist denen ganz wichtig. Sie haben über alle Jahrgangsstufen hinweg 6 Stunden Sport pro Woche. Der Bewegungsdrang der Kinder wird vollständig gestillt und ich denke, das beruhigt auch das Schulklima. Die große Dame ist seine Ehefrau, also Frau Busten, die Direktorin in Elmshorn, eine sehr tatkräftige, geradlinige, schnörkellose Person. Also für mich sehr einfach und angenehm im Umgang und ich habe auch viel Administratives, Interessantes für mich über Schule erfahren. Nochmals danke für die Einladung. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mich mit dem Kollegium der Mathematiklehrer unterhalten, fast 2 Stunden lang, über eine Stunde Vortrag, wo ich ein bisschen was von meinem Idealismus für Mathematik habe herüberschwappen lassen. Hinterher noch über eine halbe Stunde Gespräch, Diskussion. Es wurde mir sehr aufmerksam und interessiert zugehört. Auch interessante Fragen wurden gestellt. Ja. Sie haben ja auch von Ihren Nöten und Sorgen berichtet, ja, von den Rahmenbedingungen, die für Sie nicht ideal sind, das Curriculum, die staatlich zertifizierten Lehrbücher, die Sie dazu zwingen, eigene Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. So schlecht sind die in Schleswig-Holstein. Am Rande bemerkt, nicht jedes Kollegium ist so. Ich hatte da auch ganz andere Erfahrungen. Ja, also mir schlug da einmal Desinteresse entgegen, ja, teilweise auch Hochnäsigkeit. Ja. Einer war sogar anmaßend und wollte mir erzählen, wie ich an der Uni zu unterrichten hätte. Tja, was man sich nicht alles bieten lassen muss in der großen Provinzkapitale Paderborn. Aber das nur am Rande. Ich habe zwei Schulklassen besucht, Mathematik, eine Mittelstufenklasse 8. Jahrgangsstufe und ein Leistungskurs 12. Jahrgangsstufe. Meine Sekretärin, die mich begleitet hat, war im angegliederten Kindergarten und in der bilingualen Grundschule 3. Klasse. Die beiden Fächer, die in Englisch unterrichtet wurden, hatte sie angesehen. Das war Mathematik und Erdkunde. Sie war sehr angetan von dem Kindergarten, also war sehr lebhaft, ja, sehr kindgemäß, also es war richtig toll, wie sie meinte. Auch die Grundschule, die Englischklasse in Mathe wurde unterrichtet von Busten Junior. Sehr konzentrierter, guter Unterricht. Die anschließende Englischklasse in Erdkunde war vielleicht etwas zu lebhaft. Tja, nichts ist perfekt. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe in der Mensa gegessen. So. Jetzt zu den Dingen im Einzelnen. Ich kam da am Donnerstagnachmittag an, 16 Uhr, Schulschluss, alles strömte aus der Schule heraus. Ja. Ich dachte mir, naja, Privatschule, was ist hier zu erwarten? Ja. Weiße obere Mittelschicht. Ja, da wurde ich eines Besseren belehrt, ja, denn das war mitnichten der Fall. Alle Gesellschaftsschichten, also von der Arbeiterklasse bis zur oberen Mittelschicht, waren hier klar vertreten. Auch viele Migranten. Ich sah die Kopftüchelmuttis, ja, und die Migrantenpapas mit den Bärten, wie sie an der Hand ihre Kinder aus dem Kindergarten oder Grundschule nach Hause führten. Die meisten Kinder gingen allein nach Hause. Aber klar, es gab auch die Helikoptereltern in den schicken Limousinen, die es für nötig befanden, ja, ihre Kinder von der Schule abzuholen. Klar, wollen wir natürlich nicht verschweigen. Aber da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht. Wie kommt's, ja, dass man bereit ist, das ganze Kindergeld für eine private Schule auszugeben, obwohl man nicht unbedingt dick bei Kasse ist, ja, wo doch eine staatliche Schule
kostenfrei, umsonst ist? Ja, diese Frage wollen wir nachgehen. Bevor wir die beantworten, kurz zu den Rahmenbedingungen von Privatschulen in Schleswig-Holstein. Diese werden zu 80% vom Staat gefördert. Rechenbeispiel: gibt der Staat 8.000 Euro für einen Schüler in einer weiterführenden Schule pro Jahr aus, so bekommt eine Privatschule nur 6.400. Der Fehlbetrag 1.600 muss durch Schulgeld gedeckt werden. So, da sind wir dann schon bei dem, was Sie zu bezahlen haben. Hier an dieser Schule 160 Euro für die Grundschule und 180 Euro für die weiterführende Schule. Hinzu kommt das Mittagessen, das ist verpflichtend, denn es gibt noch am Nachmittag Unterricht. Das kostet für die Kleinen, also in der Grundschule, 4 Euro und für die Großen in der weiterführenden Schule 5 Euro. Die weiterführende Schule ist zweizügig. Es gibt einen gymnasialen Zweig und einen Gesamtschulzweig, der zum mittleren Schulabschluss, dem sogenannten MSA, strebt. Gut, so viel zur Finanzierung der Privatschule. Wie gesagt, also mit Schulgeld und Essensgeld, gut, das müssen Sie woanders auch bezahlen, geht das Kindergeld drauf. So, was bekommen Sie denn nun? Welchen Mehrwert hat das? Ja, gehen wir mal der Reihe nach durch. Das Gebäude. Ja, ich kam da rein, war ich erstmal überrascht, hell, sehr freundlich, einladend. Dann war da ein Bereich auf dem großen Teppich, gepolsterte Stühle, antikes Mobiliar, Tische an der Wand, eine sehr teure, hochglanzpolierte Kommode. Ja, an den Tischen konnte man sich niederlassen und mal einen Kaffee trinken. Und da war mir klar, Vandalismus wird es an dieser Schule nicht geben. Das ganze Schulgebäude war sehr sauber, auch die Toiletten. Ja, da war nichts verschmutzt, da hat nichts gerochen, keine Klorollen, ja, also auf dem Boden, nichts dergleichen. Alles einwandfrei sauber. Also gute Ausstattung, gutes Gebäude, das bekommen Sie hier. Was noch? Ja, viel Sport, darüber haben wir berichtet, also wenn Sie das mögen, ja, der Bewegungsdrang der Kinder wird gestillt. Kein Unterrichtsausfall, ja, dann Betreuung am Nachmittag, auch Hausaufgabenbetreuung nach dem regulären Unterricht. Ich glaube, der endet so gegen 15 Uhr, wenn Sie das möchten. Manche Schüler nehmen das in Gebrauch, manche nicht, manche gehen nach Hause, je nachdem. Das Angebot ist da und Ferienbetreuung. Das heißt, Sie haben auch eine Ganztagsbetreuung in den Ferien. Wie ist das möglich? Tja, es ist eine private Schule, die Lehrer sind dort angestellt und nicht verbeamtet. Das hat für die Lehrer dort erstmal viele Nachteile. Wollen wir die mal auflisten? Finanziell, ja, bei gleichem Bruttolohn bekommen sie deutlich weniger netto. Klar, sie sind nicht verbeamtet. Ja, das sind nochmal 500 bis 800 Euro weniger als angestellte Lehrer. Sie haben keine 12 Wochen Urlaub, sondern nur 6. Ja, damit ist es möglich, ja, auch die Schüler in den Ferien zu betreuen. Ja. Was noch? Sie haben Anwesenheitspflicht an der Schule bis 17 Uhr. Es wird erwartet, dass Sie Ihren Unterricht an der Schule vorbereiten. Was sind die positiven Seiten? Ja, es ist ein anderes Klima. Sie haben deutlich mehr Gestaltungsfreiheit, ja, als an einer staatlichen Schule. Die Wege sind kürzer und Sie haben auch ein sehr schönes Büro an der Schule. Das sind 4er Büros, sehr hell, sehr gut ausgestattet, viele Regale, die voll waren mit Schulbüchern und anderen. Da kann man sich gut vorbereiten. Also die Büros, die wir in der Uni haben, haben bei weitem nicht die Qualität. Ich denke, da fühlt man sich sehr wohl als Lehrer. Und der Arbeitsplatz in der Schule ist wahrscheinlich deutlich besser ausgestattet als der, den Sie zu Hause haben. Das nur am Rande. Gut, was gibt es noch an Besonderheit? Ja, Sie haben Schulhunde, 3 ausgebildete Dackel. Ja, ich habe es ja nicht so mit Hunden, aber die waren ganz putzig. Einer sprang mir gleich auf dem Schoß. Ich glaube, das war der Napoleon. Diese Hunde werden verwendet zur Konfliktbewältigung, gerade bei den jüngeren Schülern. Manchmal kann ein Hund vielleicht ohne Worte einen Streit leichter schlichten oder beruhigen, als ein Menschlein das tun kann. Okay, das ist eine Besonderheit. Zum Essen wollte ich was sagen. Ich war da in der Mensa, ja, und habe da Freitag gegessen und ja, war ganz überrascht. Also vom Umfang her, vom Geschmack, ja, der Salat war frisch, ja, das Fleisch war also richtig gebraten. Also der Koch war ein Italiener, hat 30 Jahre sein eigenes Restaurant geführt und das für 5 Euro mit Nachtisch. Und wenn Sie möchten, Nachschlag. Aber ich bin auch so satt geworden. Ja.
Dann habe ich nachgefragt, ja, also bei der Schulleitung, also arbeiten Sie hier kostendeckend mit 5 Euro? Ja, kein Problem. Also, und das brachte mich dann wieder zum Nachdenken, denn wenn ich im Studentenwerk an der Universität Paderborn zu Mittag esse, für das gleiche Volumen an Essen bezahle ich 7,50 € bis 8 € bei halbem Geschmack. Ja, da ist es mit der Effizienz vielleicht nicht so gut bestellt oder so in staatlichen Einrichtungen, aber das politisch gewollte vegane Essen muss ja irgendwie auch finanziert werden, nicht wahr? Naja, wie auch immer, da erinnere ich mich, dass hier am Rande, als ich vor 35 Jahren mein Studium an der Technischen Universität München aufgenommen habe, war das günstigste Essen 1,80 Mark, 90 Eurocent, ja. Um als Student etwas Gleichwertiges in Paderborn zu bekommen, müssen Sie das 7- bis 8-fache mittlerweile hinblättern. Ja, so viel zur realen Inflation im Land. Ja, früher, wo alles besser war. Aber wir wollen uns nicht verlieren. Sprechen wir jetzt über den Unterricht, den ich da besucht habe. Die prinzipielle Unterrichtsstruktur ist wie folgt. Die ersten 5 Minuten wird wiederholt, was man in der vergangenen Stunde gemacht hat. Dann gibt es etwa 40 Minuten Frontalunterricht oder wie ich es lieber sage, lehrerzentrierter Unterricht, der ist sehr dialogbasiert, Frage-Antwort-Spiel. Ja. Der neue Unterrichtsstoff wird an der Tafel entwickelt. Ja. Dann gibt es 40 Minuten Einzel- oder Gruppenarbeit. Es wird ein Arbeitsblatt ausgeteilt zu dem besprochenen Stoff, den die Schüler dann bearbeiten. Sie bleiben sitzen an ihren Tischen. Ja, sie arbeiten dann in der Regel ruhig. Ja. Der Lehrer geht rum. Ja, und beantwortet Fragen. Man kann sich auch außerhalb des Klassenzimmers niederlassen. Da gibt es Tische und Bänke. Das wird den sogenannten Advanced Learners erlaubt. Die dürfen dann während dieser Zeit das Klassenzimmer verlassen. Die müssen vielleicht ein bisschen mehr reden, sich schneller austauschen. Also die wissen mehr, die kriegen den ganzen Zettel durch. Ja. Aber das ist, wie gesagt, nur einer kleineren Gruppe vorbehalten. Der Unterricht wird abgerundet durch eine Wiederholung von 5 bis 10 Minuten, damit sich das, was man behandelt hat, auch besser im Langzeitgedächtnis einprägt. So, das ist das Konzept. Anders als an einer staatlichen Schule. Staatliche Schule ist heute, man kommt rein, erzählt, wenn überhaupt, 5 Minuten was. Ja, schülerzentrierter Unterricht, Lerncoach, Tohuwabohu. Ja, man kriegt nichts mit oder so. Also es ist Chaos. Also das ist hier nicht der Fall. Auch allgemein, wenn man das Klassenzimmer betritt, ja, wird zuerst also eine Klangschale angeschlagen, ja, alles ist es euch, ja, alle stehen auf, guten Morgen, und es schallt zurück, guten Morgen, Frau Hartmann, und man setzt sich, ja, es war alles sehr zivilisiert. So, das zum prinzipiellen Unterricht. Der Leistungskurs, den ich besucht habe, 2 Stunden, der wurde unterrichtet von einem Quereinsteiger, Mathematiker, der Mann wusste, was er sagte, ja, war auf dem Punkt. Aus meiner Sicht war der ein bisschen zu sehr ein Pauker, ja, also sehr daran interessiert, dass die Schüler die Algorithmen gut kennen, ist seine Sache, meins vielleicht nicht. Habe ich ihm auch gesagt, ja, also der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber insgesamt war das natürlich ein sehr guter Lehrer, ja, also der auch sehr erfolgreich ist im Abitur, ja, jeder nach seiner Fasson. Begeistert war ich von der Mittelstufe, von der Lehrerin dort. Also die war wirklich auf dem Punkt. Ja, kein Wort zu viel. Der Tafelanschrift war maximal klar. Der Unterricht also sehr dialogbasiert. Die Kinder haben viel aufgezeigt. Also viele Fragen wurden beantwortet. Also es war sehr interessant. Ich habe dann auch mit einer brummigen Stimme ab und zu mal den Unterricht unterbrochen und eine Zwischenfrage gestellt, ja, die ein bisschen über den Schulstoff hinausgeht. Aber auch das konnten die alle. Ja. Da waren welche dabei, die konnten einwandfrei Bruchrechnen. Ja. 8. Klasse. Ja. Der Unterricht war ruhig. Also wie gesagt, ich habe erwartet, 8. Klasse. Ja. Pubertät, Geräuschpegel, Bahnhof. Ja, geht zu wie sonst was. Also was ich so aus meinem Leben so kenne und von den Berichten meiner Kinder. Nein, nein, es war da überhaupt nicht. Es war ruhig. Klar, also man ab und zu ein bisschen Fingernägel gemacht. Da hat die Lehrerin eine Zeit lang zugeguckt und dann, so ist es aber Schluss, ja, mit Fingernägeln und man hat wieder aufgepasst, ja. Also die Umgangsform, also das Klassenraumklima, fand ich sehr gut. Es sind insgesamt alles kleine Klassen, 18 bis 20 Schüler. Also große Klassen oder so haben sie da auch nicht. Das finde ich ist auch ein Vorteil. Ja, jetzt habe ich über all diese Dinge gesprochen. Jetzt möchte ich über die Hintergründe dieser Schule sprechen. Also wer sind die Berater? Ja, also die Konzepte für diese Schule geliefert haben. Dazu gebe ich jetzt den Bildschirm frei. Über die Schule kann man sich gut informieren.
über die Flugblätter, die Leibniz-Post, hier eine frische Ausgabe, 30. August 2024, mit 1924 Schülern ins neue Schuljahr, heißt es da, von mir aufgerundet auf 2000. Der blaue längere Balken, das ist die Schule in Elmshorn, und die 800 darüber am Ende ist Kaltenkirchen. Sie sehen den stetigen Zulauf. Ja, die Schule könnte auch mehr Schüler aufnehmen, hat aber die Kapazitäten nicht mehr. Um Kinder zu erziehen, bedarf es eines Dorfes, heißt es da. Hier ein Blick in die freundlich gestaltete helle Mensa. Dann haben Sie Journale, die Leibniz-Blätter, die kommen weniger regelmäßig, ich denke zweimal im Jahr. Hier eine Ausgabe in 2023, die haben Sie Gerhard Roth gewidmet, der dieser Schule sehr nahe stand als Berater. Auch ein großes Porträt von ihm findet sich im Eingangsbereich. Ein Professor war er an der Uni Bremen für Zoologie, Philosophie, ja, aber eigentlich ein Neurobiologe, der sich viel mit Entwicklungspsychologie befasst hat, ein Hirnforscher, also sehr vieles zusammen. Er hat ein Buch geschrieben, was sehr populär ist, Gerhard Roth, Bildung braucht Persönlichkeit. Er wollte darin seine Erkenntnisse aus der Hirnforschung und Entwicklungspsychologie in den Unterricht einfließen lassen. Das hat man sich also hier in Elmshorn und Kaltenkirchen sehr beherzigt. Zitat aus dem Wikipedia-Eintrag: Rund 50% des Lernerfolgs hängt von dem Vertrauen in den Lehrer ab, der vor mir steht, in dessen Augen ich sehen kann und der mich anschaut, den ich spüre. Das beflügelt mein Gehirn, sich zu merken, was ich da höre. Lieblos eingerichtete Klassenräume behindern den Lernerfolg ebenso wie der 45-Minuten-Takt. Deswegen wird an der Leibniz-Privatschule immer in Doppelstunden unterrichtet oder hauptsächlich. Wichtig sei das Interesse am Lernstoff, das für Aufmerksamkeit sorgt. Der Umfang der Unterrichtsinhalte müsste dafür reduziert werden. Und entscheidend für das Langzeitgedächtnis sei die periodische Wiederholung, unter anderem in Form der Hausaufgaben. Ja, das kann ich auch nur unterstreichen. Bildungstechnisch, also, hat Herr Roth aus meiner Sicht sehr vernünftige Ansichten. In der konkreten Implementierung an der Schule habe ich natürlich jetzt auch wieder mal was zu bemäkeln. Also dieser große Block an Einzelarbeit oder Gruppenarbeit von 45 Minuten in der Kollegstufe, der ist mir zu viel, ja. Ich würde da eher zweimal 10 Minuten haben oder einmal 15 Minuten. Weshalb kommen die Schüler von der Kollegstufe an die Universität? Sind sie damit konfrontiert, dass sie einer Vorlesung 90 Minuten konzentriert folgen müssen? Und dafür sollte die Schule schon vorarbeiten. Und das kann sie auch. Und das hat sie früher auch gemacht. Vielleicht muss nicht über alle Klassenstufen hinweg oder so, also die gleiche Unterrichtsstruktur beherzigt werden. Okay, das zu meiner Kritik auf sehr hohem Niveau natürlich. Leibniz-Blätter, ein anderes digitales Pädagogik vor Technik. Also man ist hier nicht technikfeindlich, also ganz und gar nicht, aber man setzt sie erst dann ein, wenn es nötig ist. Zum Beispiel die Tablets kommen erst ab Jahrgangsstufe 10, und auch in dem Leistungskurs, wie ich sah, hat man die kaum verwendet. Ja. Ein anderer, der ganz hoch im Kurs steht an der Leibniz-Privatschule, der sie auch oft besucht hat, ist der Schulpädagoge Klaus Zierer von der Universität Augsburg, auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Er hat auch ein großes Porträt von ihm im Eingangsbereich. Herr Zierer hat sehr vernünftige Ansichten, Common Sense. Er ist Herausgeber der deutschen Hattie-Studie. Über die Hattie-Studie habe ich ja auch schon mal berichtet. Toxische Bildungsideologien, schauen sich das Video an. Die große Studie, die Metastudie von Metastudien, 30.000 Einzelstudien wurden zusammengefasst. Und was kam raus? Ja, wer hätte es gedacht? Der Lehrer macht's, ja. Eigentlich also eine Binsenweisheit, aber seltsamerweise wird es hier im akademischen Mainstream nicht vertreten. Herr Zierer ist einer von denen, die das noch tun. Ja, eigentlich sehr schade. In Deutschland folgt man natürlich Bertelsmann, Lerncoach, schülerzentrierter Unterricht. Nichts kommt bei rum. Aber es gibt eben auch andere hochrangige Kollegen, also wie Herrn Zierer und den verstorbenen Herr Roth, die das natürlich anders sehen. Ja, also die akademische Landschaft ist hier durchaus geteilt, und die Minderheit hat nicht die schlechteren Argumente, sondern die besseren. Hier ein Artikel von ihm: Ein Smartphone fürs Kind bitte nicht. Ja, also Digitalisierung nach Maß. Auch in den Leibniz-Blättern finden Sie die üblichen Verdächtigen. Hier Hans-Peter Klein, ein emeritierter Professor der Universität Frankfurt, der ehemalige
Vorsitzende der Gesellschaft für Bildung und Wissen, der größte und bekannteste Kritiker in Deutschland der Kompetenzorientierung. Der hat die auch besucht, so wie ich auch mal, und der 9-Punkte-Plan zur Verbesserung des Unterrichts. Manches resoniert sehr mit mir. Ich lese ein paar vor. Erstens, sofortige Schließung aller Institute für Qualitätssicherung auf Bundes- und Landesebene. Ja, sofortige Schließung aller Schulinspektionen und des gesamten Qualitätsmanagements. Vorbild Finnland. Ja, sofortige Schließung des gesamten Qualitätsmanagements der Hochschulen, inklusive der völlig sinnfreien, milliardenverschlingenden Akkreditierung. Ja, tja, aber in Paderborn sieht man das natürlich anders. Bis jüngst oder so war die Hochschulratsvorsitzende die Chefin einer Akkreditierungsagentur, Eva Consult. Von der hätte ich mich nicht beraten lassen. Aber wie gesagt, in Paderborn ist man immer ein bisschen schlauer, immer ein bisschen digitaler, immer ein bisschen fortschrittlicher, egal wo dieser Fortschritt hinführt. Aber das nur am Rande. Wir kommen zu Manfred Spitzer, hat diese Schule auch besucht, der die Smartphone-Epidemie, auch ein Hirnforscher, bekannt durch das Buch Digitale Demenz. Er sieht das Ganze sehr kritisch, also führt hier sehr viele große Studien an, die letztendlich zeigen, dass es keine Evidenz gibt, ja, dass die digitalen Materialien überhaupt zum Positiven wirken. Sicherlich nicht in der sprachlichen Entwicklung. Können Sie da nachgucken? Ich verlinke diese Auszüge unter dem Video, falls Sie es ansehen wollten. Damit komme ich zum Schluss. Privat oder staatlich, das ist hier die Frage. Bei den Privaten gibt es gute wie schlechte, wie im staatlichen halt auch. Allerdings etwas weniger schlechte, und das ist dem Konkurrenzdruck geschuldet. Sie müssen ja letztendlich dafür auch was hinlegen, in den allermeisten Fällen. Und eine private Schule hat sich gegenüber den staatlichen zu behaupten. Es muss also einen Mehrwert geben. Deswegen im Schnitt weniger schlechte. Beispiel Waldorfschulen, da habe ich sehr viel Positives gehört, sehr viel zufriedene Eltern, auch Leute, die mir nahestehen, die diese Schulen besucht haben und sehr begeistert waren. Aber es gibt eben auch Schloss Hamborn bei Paderborn, da hört man viel Bedenkliches, ja, also wäre vielleicht nicht unbedingt die erste Adresse. Also nur weil Waldorf draufsteht, muss es nicht unbedingt sein. Ja. Sie müssen jeden Einzelfall da schon angucken. Ja, selbst haben wir viel Erfahrung gemacht mit Schulen, durch die viele Umzieherei. Als ich von den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurückkam, ja, waren die Stationen Bonn, Hannover, Paderborn. Insgesamt haben wir 7 verschiedene Schulen kennengelernt mit unseren beiden Kindern. Zweimal Privatschule, beides katholische Gymnasien. Die mit Abstand beste Schule, eine hervorragende Schule, das war damals ein Mädchengymnasium in Bonn. Da fühlte sich unsere Tochter sehr wohl. Sie ist da aufgeblüht, war ganz fantastisch. Aber leider auch die schlechteste Schule war auch eine katholische Schule, ein katholisches Gymnasium in Paderborn, wo man sehr seltsame Ansichten zur Pädagogik pflegt. Überhaupt sind die Rahmenbedingungen für Schule, die vom Erzbistum Paderborn für die katholischen Schulen gegeben werden, sehr bedenklich. Das ist ein kopfloser Digitalismus. Also ich frage mich also, wie viel das Sie überhaupt von Schule und Pädagogik verstehen, wenn Sie dem so frönen. Naja, und Katholizismus in Paderborn, das ist bedingungsloser Opportunismus und Unterwürfigkeit, den man also von den Eltern da erwartet, wenn sie einen Schulvertrag unterschreiben. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und steht vielleicht einer freiheitlichen Entwicklung zu einem kritischen Bürger etwas im Wege. Aber wieder mal Paderborn. Sollen wir private Schulen voll finanzieren? Ich denke, ja, das haben sie verdient, denn sie leisten im Schnitt deutlich bessere Arbeit oder zumindest nicht schlechtere Arbeit. Das sieht man in der Öffentlichkeit allerdings anders. Eine Anekdote zum Schluss. Als ich zu Besuch war, just an dem Tag, ja, kam der NDR, ja, mit einem Kamerateam, ja, um die Direktorin zu interviewen, Frau Busten. Und die hatten nichts Gutes im Sinn. Es war wieder ein Hitpiece. Ja, es geht ja um Bildungsgerechtigkeit, um die bösen Privatschulen. Tja, was ist an so einer Privatschule ungerecht? Ja, wenn sie für schmales Geld, wo sie eh schon weniger finanziert werden, also deutlich Besseres leisten, wäre es dann nicht gerecht oder so, dass man diese Privatschulen oder so auch voll finanziert? Unser staatliches Bildungssystem ist am Ende, also in den Schulen, an den Universitäten, und wir müssen es öffnen. Und ein Weg hin zu den Privatschulen, auch wenn das erstmal böse klingt, privat, ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.